Ay, Locos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war ein bisschen Fußball spielen mit meinem Bruder, deswegen sehe ich so aus, also hab dieses Latex-Ding, keine Ahnung, wie das heißt. Heute gibt es wieder ein Draft und wir wollen nochmal den Draft-Rekord knacken, bevor jemand kommt und den nochmal toppt. Was zu 100% der Fall sein wird, wenn das Toti rauskommt. Weil dann die Drafts nochmal besser sein werden. Aber das Toti ist noch nicht raus. Und vor dem Toti soll mein Name auf Platz 1 sein. Wenn das eine Tabelle wäre, so hier. Und dann so erst die anderen. Also schauen wir mal nach, wer bisher das beste Draft hat. Wakes hat anscheinend den Draft-Rekord gebrochen. Ey, Wakes, sagst du mir kurz, was dein Draft-Rekord war? 191. Ich habe vorgestern 5 Stunden und gestern 2 Stunden aufgenommen. Hab 192 probiert. Funktioniert nicht. Klappt nicht. Wehe, du sagst mir, du hast 192 geschafft, dann fick ich dich. Wir werden es versuchen. 192 Drop, 192 Drop, 102. Okay, direkt im ersten Versuch. Wäre respektlos, aber ich mag respektlos. Im Titel wird wahrscheinlich 199 Draft oder so stehen. Natürlich ist das nicht möglich. Anscheinend ist 192 auch schon unmöglich. Aber ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes. Okay, gehen wir rein. Gib mir eine gute Formation für den Anfang. Und es ist keine dabei. Gib mir nur Puschka. Oh! Billy! Nein! Ich hab's die ganze Zeit nicht. Ich mach das Draft trotzdem kurz zu Ende. Vielleicht kriegen wir ja was Gutes hin. Oh, Junge! Es wäre ein 191er Draft. Wir haben schon direkt den Rekord, den Wakes vorher geknackt hat. Nur, dass ich ihn nicht aufgenommen habe. Okay, der erste richtige Versuch. Jetzt nehme ich doch auf, oder? Und wir kriegen diesmal die beste Formation, die es gibt, glaube ich. Also Dreierkette ist das Beste, was man bekommen kann im Draft. Das nehmen wir direkt mit. Und gib mir jetzt gute Flügel. Nein. Aber Shearer, der Engländer. Es ist gut, nur 91er zum Anfang, aber es geht nicht gut weiter. Doko Ekambi. Oh, Salah. Rettet auf jeden Fall den Start von diesem Draft hier. Mach gut weiter. Ginola. Ginola. Oder Son. Oder Son. Oder Son. Messi. 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 Hada. Ich glaube, das bedeutet Scheiße auf Arabisch. Oh, De Bruyne. Oh, Xavi. 93. Das Mittelfeld sieht gut aus bisher, außer dieser Goldspieler und dieser Pick. Dieselbe Frisur wie ich. Nur ein schlechter. Bitch. Okay, die Verteidigung ist okay mit Christensen. Und ein Icon? Ah, Marquinhos ist schon viel besser. Ich muss Marquinhos nehmen. Campbell ist zwar auch gut, aber wir kriegen hier eine gute Icon. Ja! Yeah. Okay, stark. Jetzt brauchen wir nur einen Messi und Marquinhos ist voll mit links. Ramsdale. Gib mir ein paar Icons. Gib mir ein paar Icons. Wir haben immer noch den Rekord der meisten Icons in den Drafts. Den hat noch keiner gebrochen. Und den wird vielleicht auch erstmal keiner brechen. Ich glaube aber, selbst ich würde den jetzt nicht mehr hinbekommen. Komm schon, weiter Icons, weiter Icons. Ja, also ich krieg Icons auf jeden Fall geschenkt. Bestes gut. Unser Marquinhos ist voll gelinkt, aber das Rating ist zu schlecht. Das Rating ist noch zu schlecht. Komm schon. Gib mir eine Ratingmaschine, bitte. Ein Banger im Mittelfeld. Messi oder so? Oh. Ah, ich glaube, das hier ist doch nicht tot. Ich dachte, es wäre tot, der Versuch. Aber wir kriegen Deko. Komm schon. Wieder ein Banger. Oh, Ginola. Aber wen nehmen wir? Ginola oder Rui Costa? Und Ginola ist einfach nur teuer. Er hat nicht viel Rating. Wir können trotzdem ein bisschen was ändern, aber es bringt nichts. Wir haben nicht mal 100 Chemie. Ja, dieses Draft ist so gut wie tot. Okay, also der Versuch, den ich nicht auf Kamera habe, ist besser als der erste Versuch, den ich auf Kamera habe. 4-3-2-1 ist eine gute Formation. Ist nicht so gut wie davor. Und der Start ist auch nicht so gut wie davor. Aber Neymar? Neymar? Und Ronaldo? Aber der Falsche. Mit 90 haben wir den Falschen bekommen. Der andere hat, glaube ich, sogar 94. Pogba ist gut. Und vielleicht ein Icon hier mal? Ah, Keen. Ich muss doch einen 90er nehmen. Warum kriegst du Schrott-Icons? Die brauche ich nicht, EA. Die brauche ich nicht. Die brauche ich, ja. EA versteht's. Die brauche ich. Genau so ein. Gib mir nochmal so ein. Ja! Danke, EA. Nochmal und nochmal und nochmal. Okay, danke trotzdem. Vielleicht einen guten Torwart? Nein? Aber es ist ein guter Anfang. Es ist ein guter Anfang. Darauf können wir aufbauen. Gib mir Banger. Gib mir Banger. Cristiano oder Salah? Salah. Ich nehme Salah. Okay, das war jetzt nicht besonders. Obwohl, wir könnten diesen Valverde hier benutzen. Minus 9. Plus 9. Okay, macht keinen Unterschied. Aber ein guter Gedanke von mir gewesen. Und jetzt kriegen wir nur noch Scheißpicks, Digga. Bitte. Bitte, EA. Bitte, EA. Ich nehme Sterling, aber der bringt mir gar nichts. Oh!
Cruyff! Ich tausche ihn für Salah. Ja, das ist clever. Yo, ich bin gut in sowas. Das werde ich mir in meinen Lebenslauf schreiben. Sollte ich mich irgendwo mal bewerben sollen, falls sie einen FIFA-Account haben. Ich kann gut Draft. Ist aber mehr aber auch nicht. Und das Draft ist trotzdem reingeschissen. Wir bekommen Van der Sar. Hey. Leider bringt es halt nicht mehr so viel. Ich meine, wir haben hier nicht mal 100 Chemie geschafft. Oh mein Gott, wie viele Packs wir schon von den Drafts haben. Also auch von den alten. Okay. Ich bringe jetzt Energie in das Draft. Oh yeah. 4, 3, 2, 1 ist gut. Das ist stark. Und auch ein guter Anfang? Nein. Sané wird in Rechtsverteidigerposition gepackt. Okay, im Sturm, wen Gutes, ja. Mbappé ist gut. Und darauf einen Neymar. Bitte. Ja! Besser kann es nicht anfangen. Es gibt auch Messi auf rechts. Oh! Ich weiß, du bist gerade erst wieder heilig geworden, aber... Der musste sein. Sorry. Okay, sorry. Und wir haben das ganze PSG-Trio vor uns. Wahrscheinlich der teuerste Angriff, den es je gab. Und es geht perfekt weiter. Okay, nicht Pep. Nehmen wir Pirlo? Ich nehme Pirlo. Auch wenn es ein Rating weniger ist als Groß und Fernandes. Aber es sind die Links, die wir brauchen. Und jetzt brauchen wir keine Links mehr. Jetzt können wir mit einer anderen Liga gehen. Weil wir schon eine Icon haben. Oh, wir bekommen noch Matthäus. Deutschland. Bratwurst. Ja. Ich muss sagen, Matthäus sah aber schon aus wie ein Dulli bisschen. Pirlo war ein Frauenheld. Was ist das für eine Frisur? Wenn ich sie benennen müsste, würde ich sie Berg nennen. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich mich über irgendeine Frisur lustig mache, dann wird sie in den Kommentaren über meine lustig gemacht. Deswegen lassen wir das. Oh! Geht es besser? Ich weiß es nicht. Geht es besser? Vielleicht der 94er Zidane? Aber das ist der beste Anfang, den ich je hatte. Selbst Sané auf Rechtsverteidiger macht sich gut. Wir haben bisher nicht einen einzigen schlechten Pick bekommen. Und es geht so weiter. Ich nehme Marquinhos. Ich muss Marquinhos nehmen. Ich scheiß drauf. Hier kriegen wir ein Icon. Ja! Ja, dieselbe! Es war so clever von mir. Es war super clever von mir. Wen können wir hier bekommen? Oh! Renan Lodi wird den Link geben, aber... Draw Cancel. Ich glaube, wir haben genügend Chemie. Wir haben genügend Chemie. Wir können drauf scheißen, glaube ich. Oder? Oh, der Torwart ist das einzig Schlechte, was wir bekommen haben. Aber das nehme ich. Wir haben trotzdem eine super Chemie. Gib mir Donnarumma. Gib mir Donnarumma oder ein Icon. Oder... Okay. Mit was anderem gerechnet. Warum zwei Scheiß-Torhüter? Vielleicht kriegen wir ja trotzdem noch einen. Wäre auf jeden Fall gut. Jetzt brauchen wir nur noch Banger. Wir haben schon 90er-Rating. Wir haben schon ein 90er-Rating. Ah, aber es kommt kein Banger. Oh, es kommt ein Banger. Ja. Oh, aber nehme ich ihn? Nehme ich ihn oder Lahm? Wir haben 98 Chemie. Ich muss Cruyff nehmen. Ich muss es machen. Und ich tausche ihn gegen Mbappé. Und ich kann Mbappé hier hinpacken. Und es ändert nichts an der Chemie. Das ist gut. Das mache ich. Wir brauchen gefühlt nur noch einen Torwart. Gib mir einen guten Torwart. Oh, Salah. 93. Gib mir einen guten Torwart, bitte. Ich bitte dich. Die Verteidigung ist das Einzige, was wir verbessern müssen. Eine bessere Verteidigung. Oh, und wir bekommen kranke Spieler. Wirklich. Wirklich kranke Spieler. Ich nehme Beckham und den könnte ich hier hinpacken. Und wir können Mbappé ins Tor packen, so. Aber jetzt fehlt uns auf jeden Fall einiges an Chemie. Oh, kriegen wir das raus? Ronaldo! 91er Rating! Komm schon, Baby! Bitte! Oh, ja, Lewandowski, ja! Der ist perfekt fürs Rating, aber nicht für die Chemie ist das Problem. Wir brauchen einen Torwart. Bitte ein Torwart. Haji. Ben Haji. Ich will nicht mehr hingucken. Ich guck nicht hin. Okay, ich mache ein Selfie. Okay, ich hab mein Handy. Ich mache ein Selfie. Ball und... Es ist... Ah. Okay, das ist mit Abstand so das Schlechteste, was wir bekommen können. Aber ich sag nicht nein, denn wir können es gleich... Wir wechseln es gleich aus. Wir sind jetzt auf eine 90 gefallen, ich weiß. Aber wir können wieder aufstehen. Wir können... Nicht damit! Mann, warum jetzt? Warum jetzt, nachdem wir schon einen schlechten hatten? Mach's nicht. Mann! Okay, aber wir können es trotzdem retten. Also wir nehmen jetzt den 79er, fallen auf 89. Gehen nicht hoch auf 90. Gehen jetzt hoch auf 90. Komm schon, bitte. 91? Okay, wir sind auf 91. Geht es besser? Es ist wirklich die Verteidigung, die es kaputt macht. Also wenn wir Chemie bekommen, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Ligue A-Trainer. Und selbst dann haben wir nur 3 Chemiepunkte. Also sieht es nicht rosig aus für uns.
Oh, oder? Ah, das hier kommt eigentlich auf selber hinaus. Hey, wir müssen den Trainer nehmen. Nein! Es war wirklich das beste Draft, das ich jemals gesehen habe. Wir kriegen keinen League-A-Trainer. Im Gegenteil. Immerhin kriegen wir einen Argentinier für einen Chemiepunkt. Oh, nein! Okay, komm! Ein letzter Versuch geht! Ein letzter Versuch geht noch! Und wir kriegen die beste Formation, aber ich freue mich diesmal nicht zu früh. Nicht dieses Mal! Dieses Mal hast du mich nicht, EA. Guckt! Guckt! Genau das machen sie nämlich. Sie trampeln auf euren Träumen. Obwohl, Cantona ist schon geil eigentlich. Den nehme ich mit. In Kombination mit Danjuma nicht so lecker, aber es ist trotzdem ein gutes Draft, bis Al-Dawsari kam. Al-Dawsari. Ein Saudi-Araber. Was soll ich damit? Wie willst du mit Saudi-Araber? Willst du spielen? Das sind die Besten! Ja komm, dann mach du den letzten Versuch, Junge. Red mich nicht voll. Red mich nicht voll von der Seite! Komm, mach. Setz hier. Ja, Wallach, dieser Idiot hat keine Ahnung von diesem Spiel. Ich mache. Al-Dawsari. Wallach, Habibi, ich nehme dich natürlich. Und dann ich mache diese alles, was der gemacht hat, ich mache so und nochmal besser. Ich nehme diese Schwarze. Ich packe ihn hier. Dann daneben auch einen seiner Freund. Die kennen sich bestimmt. Und dann hier auch, damit die gut spielen, auch seine Freund. Aber warum ist nicht grün? Die sind doch alle schwarz. Ah, weil der ist ein bisschen braun. Die sind abgehoben. Okay, dann machen wir weiter mit hinten. Wer kommt hinten? Ah, scheiße. Wäre jetzt Al-Wasari gekommen, Habibi, der Draft wäre 195? Ich glaube ich. Okay, Habibi, gib mir jetzt. Gib mir jetzt. Scheiße. Scheiße. Ich nehme diese Deutschland. Merkel ist... Ist nicht mehr Merkel? Wallach, Deutschland ist so mein Lieblingsland. Wenn ich einen deutschen Pass bekommen würde, ich würde tanzen, ich würde Geschenke verschenken, ich würde so nett sein. Und hier, guckst du, ich mache gute Draft für dich. Guck, besser als wie du. Okay, diese Scheiße, nehme ich den. Komm, gib mir einer gute, diese weiße. Scheiße, ja. Ja! Ich nehme Jesus. Wen gibt's noch? Ja! Ja! Ganja! Ganja, aber das ist verboten, oder nicht? Aber egal, ich nehme! Gute weiße Karte! Ist gut so? Ja, ist okay. Ja. Komm, gib mir noch ein, zwei von dieser weiße und ich mache die beste. Draft. Komm, weiße. Jetzt vielleicht? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber ich sage dir was. Viele Deutsche in diese. Boah. Wow. Die Deutschen sind die Bestens. Wow. Besser geht nicht. Schade, ja. Ist das den Besten? Jetzt mach dich ab, Abu Huleb. Du laberst immer, du machst das Beste und dann machst du so eine Scheiße. Was für Deutsche Pass, bist du dumm? Okay, Habibi. Beruhig dich. Was, du kriegst keinen deutschen Pass dadurch? Beruhig dich, ich hab gesagt, beruhig dich. Mach dich jetzt verpissen. Beruhig dich, Wallah! Ich übertreib! Also, weißt du, was das, was die Hauptstadt von Deutschland ist? Nein. Rate mal. England? Nee, warte, Berlin.